Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt's mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Rapper Mittwoch bzw. Top Tier Takeover No One vs. LBB Takeover Freestyle Mania Berlin 22.06.2019. Hä, dann ist das ja voll aktuell. Was heißt voll aktuell? Aber ihr wisst, was ich meine. Rapper Mittwoch ist ja voll alt, so auf das, was wir reagieren. Das ist ja dann... Hä, das ist ja echt aktuell, okay? Bin ich sehr gespannt drauf, weil No One vs. LBB kenne ich nicht. Natürlich, wir haben auf ein, zwei Sachen von LBB schon reagiert. Guckt, Leute, auf was ich schon reagiert habe, weil ein paar Kappi-Sachen haben wir schon, ein paar Z-Sachen, ein paar LBB-Sachen, ein paar andere krasse Battles haben wir schon. Und dann schreibt mir rein, auf was wir auch als nächstes reagieren. Ballert mir immer in die Kommentare, weil das sind eure Vorschläge, auf die ich immer eingehe, Leute. Ist das Cynic? Ist hier Cynic? Oh Mann. Okay, ich bin sehr gespannt, Leute. Ihr wisst gar nicht, ich freue mich am meisten immer, wenn ich auf so Freestyle-Battle hier reagiere. Dies, das habe ich ja jetzt seit 3 Wochen oder so, ist das jetzt ja mein neues Format. Für die, die jetzt neu auf dem Kanal sind, mache ich schon seit über 3 Wochen, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Jetzt weiter geht's. Weiter geht's, Junge. LBB, No One. Sie sind bereit, Berlin, let's go! Yeah! Okay, warte, bevor es jetzt richtig losgeht, muss ich auf jeden Fall eine Sache sagen. No One sagt mir auf jeden Fall gar nichts, aber der Beat sagt mir was. Dun, 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 dun. Ist, kann das sein, dass Z auf... Es ist Z. Oh mein Gott, das kommt raus, wenn Olexesh, deine Mutter... Ist das nicht Z gegen Kapital, der Beat? Ich glaube, das ist Z versus Kapital gewesen. Auf das haben wir ja auch schon reagiert. Check gerne ab auf meinem Kanal. Kapital gegen Z. Das ist, glaube ich, sogar der Beat. Okay? Kleine Schwuchtel sagt zu mir, ich soll anfangen. Doch ich fick deine Freundin mit einem Handstand. Ah, auf wie gestört an mein Gras. Seine Frau wurde öfters gefickt in Görlitzer Park. Ja. Boah, nicht schlecht. Also auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, schon mal gut reingekommen, so, du sagst, ich soll anfangen, dies, das, das haben wir natürlich jetzt geskippt, Leute, weil die haben hier nur geredet und so, wir wollen ja eigentlich nur das Hauptbattle sehen und ja, das haben wir jetzt, LBB ist ein bisschen breiter geworden, oder? Auf jeden Fall ein bisschen mehr breiter geworden und wir sagen natürlich immer am Ende, ne, unsere eigene Meinung auch dazu, wer besser war, gucken wir jetzt mal. Du bist ein mieser G, deine Bitches kommen so spät wie King Lazy. Also, so sieht das aus, jetzt liegt dieser Promo hier raus. Was ich einfach stark finde, dass LBB einfach gut auf ihn eingeht und sagt, ja, er kommt hier zu spät wie Dingens da. Ist hier 4-7 im Hintergrund sogar. Junge, 4-7 gegen Noah haben wir auf jeden Fall auch reagiert. Habt ihr ja auch gewollt, haben wir auch auf jeden Fall drauf reagiert. Geil, Mann, geil, Junge, voll viele da. Also, dieses Jahr kam das Battle noch. Geht da bisschen da und rauch immer wieder hartes Hase. Deine Frau ist wie King Lindsay, die hat Haken an Nase. Digga, also geh mal jetzt beiseite, LBB. Ey, du darfst mein Penis heute reiten. Ich kille dich mit Parts. Okay, 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 wir müssen halt immer pausieren, Leute, damit das nicht gesperrt wird, Leute, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. So, ja, war okay, war jetzt nicht mega mäßig krass oder so, aber war auch nicht schlecht. Ich finde, No One besteht bis jetzt gut, also bis jetzt finde ich ihn gut. Aber ich kann bis jetzt nicht sagen, wen ich besser finde. Ey, du darfst mein Penis heute reiten. Ich kille dich mit Parts. Hör auf, so zu machen, nimm den Dildo aus dem Arsch. Wow! Was ist das denn hier? Du weißt genau, wie dieser Blister kann. Schön. Auch nochmal so fertig gemacht, Alter. Fertig gemacht, weil der so leichte dieses Stottern hatte gerade. Geil, Mann. Geil, Alter. Komm, wie der den anguckt, Junge. Hä, der hat sich ja irgendwie verändert. LBB hat sich verändert, Mann. LBB hat sich verändert. Aber das weiße Shirt bleibt einfach immer noch, Mann. Was geht da, halt die Fresse, bevor ich dich ins Koma schlage? Noch so ein Wort und du darfst morgen auf mein Sofa schlafen. Dicker, dann war das nichts mit der WG. Dicker, was geht ab, Dicker? Ich wach auf dem 10 steh. Ah, okay, naja, naja, sag ich mal, naja. Aber ich finde, Leute, das ist natürlich alles sportlich gesehen. Wir reagieren ja auf ein sportlicher Wettkampf, dies, das. Und der den anderen halt am meisten fertig macht, gewinnt. Bis jetzt für mich LBB ist ein bisschen weiter vorne als No One. Aber No One auch auf jeden Fall gut dabei, kann man sagen. Aber ich mag die Atmosphäre da gerade. Cynic, 4-7, Mann.
Ich mag die Atmosphäre gerade, Junge. Mir zu, wie der Typ hier gerade rausfliegt. Endlich bin ich nicht mehr der größte Lauch hier. Vorbei. Vorbei. Vorbei, er hat ihn gekillt. Er hat ihn gekillt, okay. Oh Mann. Ey. Das war ja so eine Kritik, Junge, alles so teil wie Lauch, dies, das, aber er hat ihn vernichtet mit dieser Line. Uff. Alter, wie die abgegangen sind. Egal, ich bin immer noch Startklar. Ich bin ein Lauch, seine Frau ist Veganer. Haha, mach mal kein Drama. Ich mach mir mein Glas klar, Hakuna Matata. Ja, ja, war sogar gut, aber nicht stark, nicht... Er hat versucht zu kontern. War nicht schlecht so. Hat man noch so Tierstar gesehen, wie er so sagt, ja. Aber, Junge, LBB, Mann. LBB, Alter, was hast du wieder für eine Line gebracht? Ja, du wirst hier mies gebankt, du bist nicht hetero, so wie dein lila Hemd. Ja, das ist richtig peinlich und deine Mutter ist erst Mitte 30. Ja! Hör auf, bitte. Bitte hör auf, Junge. Er rasselt. Hä? Der da im Hintergrund sieht aus wie Kuchen-TV. Ist das sogar? Ist das Kuchen-TV da im Hintergrund? Ich weiß es nicht, Mann. Junge, die gehen auf jeden Fall alle ab. Junge, was ist das für ein Battle? Was, ich kenne das Battle null. Junge, was ist das? Ein stabiles Battle auf jeden Fall. Yo, was geht noch, ey? Guck mal, wie ich dich grad locker nach Hause slapp. Du bist wie mein lila Hemd, einfach aufgesetzt. Yeah, aber guck mal, ey, ich steh da drüber. Darf ich vorstellen, neuzeitiger Führer. Ja. Okay, war nicht schlecht, war auch gut. Ich muss sagen, das ist gutes Freestyle hier gerade. Schönes Battle. Schönes Freestyle-Battle. Man geht perfekt aufeinander ein. Man hat irgendwie kaum Lines, die man vorher gebracht hatte. So kaum Texte oder so. Das ist wirklich gutes. Guter Freestyle-Rap, weil die gehen gut auf sich ein, auf die Hemden-Sachen, auf dies, jenes, das. Bringen auf jeden Fall Gutes an. Natürlich, man kann nicht sagen, dass alles hier, was gesagt wird, Freestyle ist, aber vieles ist einfach Freestyle und so sollte das sein. Ja, du bist eine peinliche Transe, rap mal deutlicher, ich hab kein Wort verstanden. langsamer reden, ansonsten fang ich an, dir nochmal Punches zu geben. Halt die Fresse, du Bastard, guck mal, ich fick dich Lauch. Was ist los, warum holst du nicht deinen Schlüssel raus? Okay, warum holst du nicht deinen Schlüssel raus? War das nicht, LBB hatte mal so eine Line mit Schlüssel und T zum S, wo der dann so meinte, hier ist der Schlüssel zum Käfig deiner Mama. Boah, Junge, da bin ich auch abgegangen. Das könnt ihr euch auch geben. LBB versus T zum S. Habe ich auf jeden Fall darauf reagiert. Puh, anders. Was ist los? Warum holst du nicht deinen Schlüssel raus? Ah, Digga, hast du ihn halt nicht gebraucht? Nein, deine Mutter kriegt Kugeln wie ein Christ zum Bau. Hey. Das Ding ist, ich muss halt immer wieder zwischendrin pausieren. Leute, ich weiß, ihr sagt immer, pausieren nicht so viel. Ich will nicht, dass das Video gesperrt wird, dies, das. Damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, Alter. Okay, jetzt sofern wieder LBB dran. Das ist auf jeden Fall ein Match. Einer der besten Matches, die ich gesehen habe. Sag ich euch ehrlich, einer der besten Matches, weil ich kenne halt wirklich nicht vieles. Ich kenne halt nicht vieles von Rap am Mittwoch. Nicht vieles, fast gar nichts. Gar nichts von Top-Tier-Takeover, so. Und deswegen freue ich mich einfach, dass ich darauf einfach mit euch zusammen reagieren kann, Mann. Bei der Gelegenheit, in meinem Keller ist noch immer ein Käfig frei. Guck mal, Tista. Heilige Scheiße. Vorbei. Oh Mann. Weiß ich. Okay, ich weiß, warum ihr gesagt habt, reagier auf das Battle. Junge. Wow. Geil, Mann. Ey, einfach nur geil. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch was passieren wird. Wird hier noch gerappt? Nein, ich glaube, es ist vorbei. Alter, was ein stabiles Ende, muss ich wirklich zugeben. Was ein stabiles Ende. Yeah.
Boah! Schön. Hat mich auf jeden Fall wieder gut mitgenommen, Leute. Ich glaube, hier passiert aber auch nichts mehr. Ich glaube, wir sind hier auch durch. Hier ist jetzt nur noch dieses... Ah doch, hier passiert noch was. Doch, hier passiert noch was, weil er nimmt hier das Mikro. Ah, ich glaube, er sagt, er redet hier ganz normal. Ja, gut, hier passiert nichts mehr. Hier wird noch mal ein bisschen geredet. Ich kann ja noch mal ein bisschen zurück, wenn ihr Bock drauf habt. Leute, schreibt mir natürlich immer wieder rein in die Comments, auf was wir als nächstes reagieren sollten. Junge, Cynic, Alter, auch so eine Rapper-Mittwoch-Legende. Ich habe so wenig von Cynic gesehen, Alter. Eigentlich müsste ich mal ein bisschen mehr auch auf Cynic reagieren. Ich kenne fast nichts von ihm, Alter. Ich weiß nur, dass er mega lange dabei ist. Bruder, das war geil. Das war geil. Das war einfach nur absolut geil. Aber ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht hier noch was kommt. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, am Ende wird nur noch LBB interviewt. Aber mehr passiert da, glaube ich, nicht, Alter. Junge. Was war das für ein Ausraster am Ende? Junge, LBB wird hochgetragen. LBB kann nur so rappen, weil er immer bei Tom Hanks CBD kommt. Junge, ich finde irgendwie, LBB hat sich so verändert, Mann. Das ist nicht der LBB, den ich so kenne. Natürlich, er ist so gleich ein bisschen mehr Form, Haare sind noch ein bisschen länger geworden, das weiße Shirt ist geblieben. Man sieht auf jeden Fall diese Veränderung, Mann. Man sieht auf jeden Fall diese Veränderung. Aber diese Lauchline war auch nochmal anders krank. Es war auch nochmal eine stabile Line. Junge, der Beat hat mir auch nochmal schön an die damalige Zeit mit Kapi Z. Krank. Krankes Battle. Krank. Ja, LBB gegen... Okay, Leute, nochmal Respekt gegeben. LBB hat dieses Match hier gewonnen. Leute, ich hoffe, euch hat diese Reaction gefallen zu No One vs. LBB. Wenn ja, Leute, dann lasst auf jeden Fall diesem Channel hier einen Daumen nach oben da. Abonniert ihn. Lasst den Channel einen Daumen nach oben da. Ich bin komplett weg. Abonniert den Channel, Glocke aktivieren. Hier passiert no nichts No One's mehr. T-Shirt. Du hast gewonnen. Ja, hab ich. Das ist, als Vera Sportsmann macht man Trikottausch, ne? Also was heißt Tausch? Ich hab sein T-Shirt, er hat keins mehr. Komische Sache. Ich hab sein T-Shirt, er hat keins mehr. Okay, Leute, macht's gut, wir sehen uns. Schreibt mir in die Kommentare, auf was wir als nächstes reagieren und ciao.